ist Sascha Stanicic. Ich bringe euch die solidarischen Grüße vom Solidaritätskomitee für die CFM-Kolleginnen und Kollegen, was wir im Mai in eurem ersten Streik gegründet haben, bestehend aus Kolleginnen und Kollegen aus anderen Betrieben und Gewerkschaften und sozialen und politischen Organisationen hier in Berlin. Vielleicht fragt ihr euch, warum gibt es so ein Solidaritätskomitee? Sind wir alles Menschenfreunde? Haben wir nichts zu tun? Der Grund dafür, dass wir dieses Komitee gegründet haben, ist, dass wir der Meinung sind, dass das, was ihr hier macht, noch viel zu wenig geschieht in Deutschland. Denn euer Streik ist ein Vorbild, euer Kampf ist ein Vorbild für Millionen von anderen Beschäftigten, die auch unter Niedrigstlöhnen, unter miesen Arbeitsbedingungen zu leiden haben, die zu leiden haben und einer Entwicklung, die uns hinbringt, wieder zum Frühkapitalismus. Wir sind der Meinung, es geht bei eurem Kampf in Wirklichkeit nicht nur um euch. Denn jeder Betrieb, in dem es solche Bedingungen gibt, jeder Betrieb, in dem solche unverschämten Löhne bezahlt werden, ist ein Bestandteil der Spirale nach unten, die zu größeren Profiten für die Banken und Konzerne führen und zu miesen und schlechten Arbeitsbedingungen, zu Einkommen, das nicht mehr zum Leben reicht. Und das muss ein Ende haben. Aber Kolleginnen und Kollegen, jeder Betrieb, jede Belegschaft, die sich so zur Wehr setzt, wie ihr das macht, die den Kampf für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen, den Kampf für Menschenwürde aufnimmt, das ist ein Beitrag dazu, diese Spirale zu stoppen und umzukehren, damit es allen Beschäftigten, allen Lohnabhängigen in diesem Land wieder besser geht. Und ich bin der Meinung, die CFM-Geschäftsführung, die sollte sich verdammt nochmal was schämen. Denn ohne euch läuft nichts hier an der Charité. Und eure Arbeit, ihr seid genauso viel wert wie die Pflegekräfte oder wie die Ärztinnen und Ärzte hier in diesem Haus. Das, was ihr macht, ist nicht nur euer gutes Recht. Das, was ihr macht, ist eigentlich eure Pflicht, nicht nur für euch selber und eure Familien, sondern für alle. Und darum kann ich euch nur sagen, lasst euch nicht einschüchtern. Diese Versuche von heute Morgen, das ist nichts anderes als ein Zeichen der Schwäche, ein Zeichen der Angst auf Seiten der Geschäftsführung. Wenn ihr zusammensteht, wenn ihr gemeinsam diesen Kampf fortsetzt, dann werden sie auch erfolgreich sein können. Und dann muss uns allen auch klar sein, nur gemeinsam können wir Verbesserungen für alle erkämpfen. Der Versuch der Geschäftsführung, euch durch Brotkrumen gegeneinander auszuspielen, der muss zurückgewiesen werden. Es muss die Parole gelten, ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Das andere, was in den letzten Wochen und Monaten deutlich geworden ist, die Erfahrung von Mai, die Erfahrung der Verhandlungen der letzten 3 Monate ist, die einzige Sprache, die diese Damen und Herren da oben verstehen, ist der Streik. Die einzige Sprache ist die, die ihr jetzt mit ihnen spricht, und macht weiter so. Ich bin aber auch der Meinung, dass ich nicht nur die CFM-Geschäftsführung was schämen sollte, sondern auch der Berliner Senat sollte sich was schämen. Denn da sitzen die Verantwortlichen dafür, dass es überhaupt zu einer solchen Situation gekommen ist, dass ihr ausgegliedert worden seid, dass ihr teilprivatisiert worden seid. Und das ist eine Unverschämtheit. Und auch das muss rückgängig gemacht werden. Nicht nur bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch Wiedereingliederung der CFM in die Charité. Kolleginnen und Kollegen, der Streik lebt von euch. Der lebt durch eure aktive Beteiligung, dadurch, dass ihr euch einbringt mit euren Ideen, dass ihr euch einbringt in all die Aktionen, Demonstrationen, Proteste, die in dieser Woche und in den nächsten Wochen stattfinden werden. Wir haben vom Solidaritätskomitee einen Vorschlag dafür, damit Kolleginnen und Kollegen sich da einbringen können, dass wir vielleicht eine Gruppe bilden, die solche Aktionen noch vorbereitet, die Transparente malt, die Schilder malt, die sich Gedanken macht, was kann man in den nächsten Tagen alles machen, um den Berlinerinnen und Berlinern möglichst deutlich, möglichst lautstark mitzuteilen, dass ihr im Streik seid. Und alle, die Interesse haben, daran mitzumachen, die können gleich vielleicht mal zu mir kommen, dann können wir uns zusammensetzen und überlegen, wie wir in den nächsten Tagen unsere Aktionen gestalten. In dem Sinne wünsche ich euch im Namen des Solidaritätskomitees viel Erfolg. Ihr werdet einen langen Atem brauchen, aber wenn ihr den habt, werdet ihr auch erfolgreich sein können. Dankeschön.